Hallöchen zusammen, seid herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Und zwar von diesem hier, dem neuen Cremissimo, wie heißt das überhaupt? Haselnusstraum. Ich wollte sagen, ich dachte mir nur, vielleicht vertue ich mich. Das neue Cremissimo Haselnusstraum. Yeah, endlich. Witzig ist an der ganzen Sache, ich hatte die neulich angeschrieben, so nach dem Motto, was gibt's denn für neue Sorten? Die so, ja, das verraten wir ja nicht. Da dachte ich mir auch so, wisst ihr was? Da ist es. Plötzlich war es im Laden und wir schauen es uns jetzt zusammen an. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Jo, also, ich freue mich riesig, denn neben dem Erdbeerjoghurt war es, glaube ich, Cremissimo, gibt es jetzt eben hier dieses Cremissimo Haselnusstraum. Und ich freue mich riesig, weil ich wirklich ein riesen Cremissimo-Fan bin. Angefangen hat es ja alles mit Ben & Jerry's, dann kam Cremissimo dazu und Sorten wie Tiramisu, Latte Macchiato, Schoko-Windbeutel oder Walnuss, das sind absolut meine Favorites von denen und einfach fantastisch. Jetzt haben sie etwas rausgebracht, was so ein bisschen an das Nogga erinnert und auch das Erdbeerjoghurt. Also das Erdbeerjoghurt, da denke ich mir so, Alter, was soll die Scheiße, ja? Macht wenigstens was mit Karamell, das schmeckt wenigstens. Oft macht zwar jeder, aber wenigstens ist es geil, haben die nämlich noch nie großartig gemacht. Haselnusstraum erinnert an das Nogga, was ja auch von denen rausgekommen war zuletzt. Das war das Letzte, was rausgekommen war mit dem Solero. Denke ich mir so, habt ihr keine Ideen oder was? Also irgendwie an sich enttäuscht, andererseits wieder geil, weil ich mag Haselnuss. Nur wenn es nach mir geht, hätten sie die Schokolade weglassen können. Einfach nur Haselnusseis. Das Ganze hier ist nämlich Eis mit Haselnuss und Schokoladeneis mit Schokoladensoße und karamellisierten Haselnussstückchen. Ja, ich liebe halt das Walnuss und so richtig pures Haselnusseis wäre irgendwie auch geil gewesen. Haben wir hier nicht. Regulär 3,30 ungefähr. Im Angebot kriegt man es oft für 2 Euro, 518 Gramm und 900 Milliliter. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Packung jetzt einfach mal aus einer anderen Perspektive genauer an. So, da ist das gute Stück und so rein vom Bild sieht es ja auch ziemlich lecker aus, ne? Aber so, ich denke mir, sie hätten sich ein paar schönere Sachen einfallen lassen können. So, was haben wir hier? 100% recycelbar. Wie, die packen jetzt oder was? Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wow, haben sich hier was einfallen lassen. Das Ganze übrigens von Unilever. Eis mit Haselnuss, Schoko, Ei, Schokoladeneis und so weiter. Zutat entrahmte Milch, das übliche wie bei Cremissimo. Ja, wir haben hier Wasser natürlich auch drin. Glucose, Zucker, Kokos, Fett, Glucose, Fructose und so weiter und so weiter. Wir haben 1,5% Haselnussstückchen eben drin. 2% Kakao. Und Haselnusspaste 1%, Haselnüsse nochmal 1% und dann vermute ich auch Aromen, genau. Denn ich glaube, mit 2% Haselnuss wird man hier keinen sehr guten Haselnussgeschmack hinbekommen. Hier habt ihr die Nährwerte, das ist alles Cremissimo-typisch. Und jetzt gucken wir uns den interessantesten Teil des Ganzen an, und zwar das Eis. So, mit einer Hand ist das gerade ein bisschen schwierig, obwohl es geht, es geht, es geht. Ich habe mir mein Stativ nämlich verbummelt und nicht mit. Und wow, das sieht doch fein aus. Hier richtig schön diese, ich hasse das Wort, Rosetten wieder. Dann hier die Schokosoße, Haselnussstückchen und wow, richtig schönes Eis. Miam, 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 miam. Das könnte wirklich sehr lecker werden. Ich werde mir jetzt hier mal was rausportionieren und dann schauen wir es uns genauer an. Hier können wir uns noch einmal den Querschnitt vom Eis anschauen. Ihr seht das hier vielleicht, dass wir hier so ein bisschen Schokoeis haben und hier vermutlich Haselnuss. Und ab und zu hat man die Soße, die hier so reingeht, die aber wirklich eher wieder fest ist und bei Cremissimo typisch eher ein bisschen wässrig. Ich habe hier meine Portion, lasse sie noch ein bisschen antauen und dann heißt es probieren. Ich freue mich. Ja, wie bekannt bin ich jetzt einfach mal wieder ungeduldig, deswegen gucke ich mir das Ganze jetzt hier mal an. Zumindest unten ist es ja auch schon ein bisschen angetaut. Oh, seht ihr das? Wenn das unten so richtig schön so, das liebe ich. Oh ja, lecker. Es geht in Richtung Nougat. Man schmeckt halt diese Schokonote, aber auch die Haselnussnote und das Ganze zusammen ergibt ja irgendwie dieses Nougat. Man sieht hier auch wieder schön, wie luftig es ist an den kleinen Luftbläschen. Lecker. Gucken wir uns mal von oben die Nüsschen an. Hier oben ist es jetzt noch ein bisschen sehr feste. Kennt ihr das so, wenn man das Eis so in der Schüssel hat, dann dreht man das auch immer so, damit es immer so ein bisschen am Schüsselrand antaut und dann kann man da wieder abkratzen. Ich habe auch gerade so ein paar Haselnüsse drin. Das war wirklich lecker, muss ich sagen. So, wollen wir vielleicht noch ein bisschen zusammen quatschen.
Ja, also es schmeckt gut, aber ich merke direkt schon beim ersten ein, zwei Löffeln, dass es mich nicht umhaut wie Cremissimo oder wie Cremissimo Walnuss, Tiramisu, Schoko, Windbeutel. Jetzt kommen wir hier natürlich zu dem Punkt. Für jeden gibt es Geschmäcker, die er mag und für andere nicht. Ich bin nicht der allergrößte Nougat-Fan, ich bin ein Riesenfan von Haselnuss, aber wenn ich jetzt dann eben Nougat statt Haselnuss bekomme, dann ist das nur noch okay und das Eis ist für mich auch nur okay. Ich freue mich, dass es neu ist, aber ich werde es mir nicht nochmal kaufen. Wenn ich mir jetzt wieder ein Cremissimo kaufe, werde ich auch das neue Erdbeerjoghurt, könnt ihr nochmal reinschauen, das Erdbeerjoghurt nochmal holen, aber dann werde ich auch wieder bei den klassischen bleiben, weil die einfach für mich deutlich besser schmecken. Es gibt Leute, die lieben Nougat, dann ist das vielleicht genau euer Eis. Weil das ist schön gemacht, das schmeckt nach Nougat, man hat so ein bisschen diese Schokosoße, die aber wirklich eher so ziemlich hart ist. Das kann man jetzt hier, kann man wieder mal scharf stellen, kann man jetzt hier glaube ich auch sehen. Das ist halt sehr feste. Wenn man es jetzt lange stehen lässt, dann wird das Ganze. Jetzt ist hier gerade meine Kamera rumgerutscht, wo ich sie so behelfsmäßig aufs Stativ getan habe. Was wollte ich sagen? Dann wird das ganze Eis auch zu flüssig, deswegen finde ich es besser, es dann so ein bisschen eher so auf die Konsistenz des Eises zu achten, nicht auf der Soße. Aber da erzähle ich euch auch sicherlich nichts Neues, dass die Soßen von Cremissimo nicht wirklich so richtige Soßen sind. Es ist süß. Es hat sogar eher so ein bisschen den Schokonote als die Haselnussnote, finde ich. Konsistenz ist Cremissimo typisch wieder einfach einmalig. Ich mag es sehr, sehr, sehr gerne. Und von da kann ich sagen, wenn ihr Nougat-Fan seid, probiert das gerne aus. Das neue Cremissimo Haselnusstraum. Für mich persönlich jetzt aber kein Highlight. Definitiv nicht. Aber es war neu. Und das freut mich auf. Erfreut mich auch. Und es hat mich auch gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls euch das Video gefallen hat. Ich danke euch. Gerne auch noch einen Kommentar mit Cremissimo-Thema oder auch irgendwas anderes. Ich wünsche euch was. Bis bald. Macht's gut und ciao.